Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kulinarikast. Bei mir dabei in der Leitung ist der Kai. Genau. Und mir gegenüber sitzt theoretisch der Sven. Ja, ich glaube, ich gucke sogar in deine Richtung. Ich weiß nicht, in welche Richtung guckst du? Guckst du nach Minden? Ja, genau. Ja, dann sitzen wir uns auch gegenüber. Die Strecke ist zwar etwas länger heute. Ausnahmsweise sitzen wir mal nicht in einem Raum. Wir wollten das mal ausprobieren. Genau. Und ja, es ist immer mit Zeitaufwand und vor allen Dingen Organisation verbunden. Der eine muss das Kind abholen, der andere muss los zur Arbeit. Ich habe noch Essen auf dem Herd stehen. Und heute haben wir sowieso ein recht lockeres Thema. Dachten wir, können wir das mal dafür nehmen. Ja, wir sprechen übers Pottnuffeln. Genau, du hattest eingeladen zu dir nach Hause. Ja, eigentlich sollte es sowas wie ein kleines Festival werden. Also jetzt nicht so groß, aber halt nicht so, ich lade Gäste ein, sondern du kennst das ja vom Podstock, ne? Man trifft sich und macht Zeugs zusammen und nicht einer ist da und bewirtet alle. So war es eigentlich ein bisschen gedacht. Aber so ist es ja dann auch im Endeffekt geworden. Genau. Ich muss das nur vorwegschicken, weil du sagst einladen. Einladen hat ja immer so den, also wenn ich eingeladen werde, gehe ich nicht davon aus, dass ich da irgendwas, dass du selber was machen musst. Ja, oder mitmachen kann. Also oder so, ja. Ist ja jetzt kein Zwang gewesen. Ja. Aber es lädt ja nicht so zum, komm, ich will mitmachen ein. Genau. Und die Vorgeschichte war doch, also du warst du auch bei diesem Treffen in Norddeutschland dabei? Oder? Ja, ich war auch beim Deichpott dabei, genau. Genau, und das ist ja jetzt irgendwie so eine sehr sympathische, nette Runde von Leuten, die auch immer größer wird oder auch mit wechselnder Besetzung sich dann überall in Deutschland hier und da mal trifft. So meistens Podcaster, aber es ist jetzt keine Pflicht. So wie die Hörertreffen im Grunde früher auch waren. Ein paar Leute haben einen Podcast gemacht, manche haben sie gehört. Aber ich glaube, bei dir waren jetzt allesamt Podcaster, ne? Nein. Also erstmal, die Geschichte ist schon noch ein ganz bisschen anders. Entstanden ist das Ganze natürlich auch aus Podstock. Ich war ja dieses Jahr auch da. Ich bin immer geneigt dazu zu sagen, letztes Jahr. Aber wie ich festgestellt habe, das kalendarische Jahr endet ja nicht mit dem Ende von Podstock. Das ist ja, ist ja nicht wie mit Schlafen gehen. Der Tag endet erst, wenn man schlafen geht. Und weil Podstock dieses Jahr sehr lang war. Und auch sehr früh. Ja. Und sehr früh im Jahr, wegen des CC-Camps, damit es da keine Überschneidung gibt. Und auch sehr intensiv war, hingen einige Leute oder viele vielleicht sogar sehr im Podstock-Blues fest. Also das ist so dieses, ach, traurig sein trifft es jetzt gar nicht unbedingt so, aber es spielt damit so, dass das alles vorbei ist und das war halt alles so toll. Man muss das halt so ein bisschen verarbeiten. Und dann habe ich auf WhatsApp versucht, so ein paar Leute zusammenzukriegen, um irgendwie was gegen diesen Podstock-Blues zu machen. Irgendwie zeitgleich entstand halt Deichpott. Deichpott war halt eine Geschichte, die kann an anderer Stelle erzählt werden. Hier nur ganz kurz zusammengefasst. Da ging es darum, Chili zu kochen. Und natürlich auch die Leute alle zu treffen. Aber da ging es halt mehr darum, halt dieses Essen zu kochen. Und daraus ist halt dieser Event aus, ich glaube, ungefähr 30 bis 40 Personen waren es, entstanden. Und ich wollte halt ein bisschen was gegen den Podstock Blues machen. Und habe eine recht lose Tradition hier, Leute zum Kochen einzuladen. Also wir waren dann meist zu viert. Ansonsten wird es nämlich auch zu viel, wenn du in einer so kleinen Küche wie unserer kochen willst. Wobei klein, wie groß ist die? Keine 8 bis 9 Quadratmeter irgendwie. Das geht schon, aber mit mehr als 4 Leuten ist es dann doch ein bisschen sehr eng. Und habe dann halt gedacht, ja geil, mache ich doch auch sowas. Und dann habe ich mit Tobi gesprochen, der war ja auch auf Podstock. Und Tobi meinte auf meine Frage, ob denn dieses Jahr Truthahnfrittieren stattfindet, meinte er, nee, dieses Jahr nicht. Und dann meinte ich, ja, dann machen wir das doch bei uns. Ja, geil. Dann zog sich das so ein bisschen mit dem Topf, der ist nämlich gar nicht so einfach von Hamburg hierhin zu transportieren und wir waren auch nachher nicht genug Leute, um dass es sich gelohnt hätte, Truthähne zu frittieren. Dann habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir was Eigenes.
ich mache Schaschlik. Schaschlik kann ich gut, Schaschlik ist so mein Ding. Schaschlik kriegst du auch nicht überall. Also das russische Schaschlik, nicht dieses deutsche Schaschlik. Und ja, hab dann gesagt, ich kümmere mich ums Essen, mach Soft. Ups, jetzt ist mir der Kopfhörer aus dem Ohr geflogen. Mache Softgetränke und biete quasi die Infrastruktur. Und was ganz witzig war, ich hatte dich gefragt, ob du nicht auch Bock hast zu kommen. Und ein paar Stunden später meinte Tobi, Mensch, hast du nicht Bock, Kai auch einzuladen? Sag ich, ja, der kommt schon. Und dann, ja, ich hatte mit Tobi Bayer ganz kurz im Dezember vergangenen Jahres tatsächlich gesprochen. Da hatte der Alexander Hoaxmaster von Hoaxilla, lädt immer auch so ein paar Leute aus dem Podcast-Kreis zu seinem Geburtstag ein. Und da war Tobi mit seiner Frau auch. Und wir hatten da auch über das Thema Truthahn frittieren, weil ich habe das ja leider bisher noch nie erlebt, hat sich bisher nie so ergeben. Und Tobi meinte eben, dass das für ihn sehr aufwendig ist und er das mittlerweile nicht mehr unbedingt machen wollen würde. Und ja, da kamen wir eben schon darauf, auf die Idee, dass das vielleicht dann bei jemand anderem stattfindet und er dann nur entsprechend diesen Topf und so zur Verfügung stellt. Wie auch immer, das Thema ist sicher noch nicht endgültig abgeschlossen. Irgendwann kriegen wir das auch mal hin. Aber jetzt zu diesem Event war das Thema Frittieren von Geflügel, in welcher Größe und Form auch immer, erstmal außerhalb. Aber Tobi wollte auch ursprünglich trotz alledem kommen, wenn er jetzt nicht krank geworden wäre. Ja, genau. Der hat nämlich einen Tag vorher, am Freitag, musste er absagen. und der Termin stand halt nur wegen den Tobis, wie ich sie immer nenne. Und ja, gut, ist dann halt was Eigenes rausgeworden. Ich hatte das ja schon mal nach dem ersten Truthahn frittieren, so die Idee, dass es eigentlich geil wäre, so eine eigene Tradition zu haben, wo wir halt aber auch wirklich was Eigenes machen. Und meine Frau steht halt total auf Licht. Und ich meine, hey, in der Abenddämmerung, wer steht nicht auf Licht? Und da habe ich gedacht, wäre doch geil, wenn wir was mit Kerzen machen. Und ich habe dann die ganzen 2 Wochen, bevor es dann wirklich losging, damit verbracht, hier eine Terrasse zu bauen. Wozu ich sagen muss, die hätte ich eh gebaut. Also die ist nicht nur für diesen Event entstanden. Hättest du jetzt ja behaupten können. Ja, aber. Hätte jetzt den Eventcharakter nochmal enorm irgendwie den Aufwand hochgestuft. Das hängt die Leiste sehr hoch, über die ich das nächste Mal dann auch springen wollen würde. Und ja. Was baust du nächstes Mal? Ja, eine Überdachung vielleicht noch. Ne? Auf jeden Fall hätten wir auch eine Podcast-Bühne gehabt. Aber was bei mir auch so Tradition ist, bei mir wird nicht gepodcastet, wenn du zum Essen oder so bist. Also ich habe zum Beispiel auch noch nie mit Tobi gepodcastet. Nicht, weil wir kein Thema hätten oder das prinzipiell nicht wollten, sondern weil es halt geil ist zu genießen, das nicht zu machen, sondern sich einfach privat zu treffen. Mir fällt gerade ein, ich habe einmal mit ihm gepodcastet, da ging es aber um die Clocksheeter. Und das war halt ganz nett, das war aber jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie profimäßig da was machen mussten. Naja, und ich habe dann halt in der letzten Woche habe ich ganz viele einfache Halterungen für Teelichtgläser gebaut und die überall am Gelände angebracht. Und wir haben da auch sehr schön an der Mauer, die ansonsten super hässlich ist, weil es einfach, was sind das für Steine? Das sind halt Mauersteine, nicht irgendwie Natursteine, sondern so Klötze, ich mache da mal ein Foto von. Und da wächst halt ganz viel Wein rüber, was total geil ist. Und sogar im Wein hatte ich dann Licht, da hätte ich gerne noch mehr reingepackt. Vielleicht nächstes Mal. Und das war halt abends echt geil. Überall auf dem Gelände waren dann halt Teelichter. Und dann nachts gab es noch Lagerfeuer. Tief in der Nacht gab es dann auch noch, na, aber da kommen wir später zu zum Essen. Und da habe ich mir so gedacht, ja, das ist eigentlich genauso das, was ich gerne machen möchte, gerade auch so mit dem ganzen Licht. Das ist sehr schön. Ich muss mal einmal. Ah, ich glaube, jetzt ist es. Mein Mikrofon. So. Ja, und so ist das Ganze dann so entstanden. Und deshalb waren auch nicht nur Podcaster da. Wobei, ich glaube, Demon macht mittlerweile auch einen Podcast. Ich kenne ihn selber aber gar nicht als Podcaster. Und das Witzige ist, das ist mir an dem Tag erst aufgefallen. Branko war ja auch da. Und Branko und Demon kenne ich auf den Tag exakt gleich lange. Und zwar
Ich glaube, es war Düsseldorf. Die Stadt mit D. Ich vertue mich immer und werde das auch nicht mehr ändern können, wo auf dem Potsdok entstanden ist. Da habe ich nämlich Branko und Demon kennengelernt. Das war dann auch nochmal ganz nett, das so im Nachhinein festzustellen. Und Demon war halt auch schon mindestens dreimal hier zum Kochen und fügt sich dann halt so in diese ganze Runde mit ein. Dann war natürlich noch Sven da. Evil Dan Wallace, ne? Genau, auf Twitter ist sein Account Evil Dan Wallace. Ja. Meine Tochter sagt zu ihm immer Elfano Sven, weil Sven auch tatsächlich im letzten Jahr zum Potsdok zum ersten Mal, soweit ich weiß, gekommen ist und da auch direkt ins Küchenteam eingestiegen ist mit der Frage, ja, ich hätte da noch so eine riesige gasbetriebene Pfanne, könntet ihr die noch irgendwie gebrauchen? Und wir, ja, klar, komm her, sehr geil. Und Sven leidet unter dem Gear Acquisition Syndrom, was so Industrie Küchengeräte angeht und hat seitdem auch schon enorm aufgerüstet, was das angeht. Wir konnten ihn aber nicht überreden, irgendwas davon mitzubringen, weil er mittlerweile auch da sehr gerne selber auswählt, weil es schnell auch mal heißt, Sven, du hast doch, bring mal mit. Ja. Und da hatte er jetzt in diesem Fall mal keinen Bock drauf, was auch verständlich ist. Für so eine kleine Runde dann irgendwie so eine Industriefritteuse oder irgendwie so einen großen Gasgrill aufzustellen, ist dann nicht unbedingt sinnvoll, wenn man das Verhältnis von später sauber machen und so dann auch mit in die Kalkulation einbezieht. Genau, ich hatte ja mit ihm noch abgesprochen, dass er die Fritteuse mitbringt, weil Tobi Falafeln, glaube ich, mitbringen wollte zum Frittieren. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich da auch Langosch drinne. Und nachdem die dann abgesagt haben, war halt noch Zeit genug, das abzusagen mit der Fritteuse, weil es wäre einfach komplett unnötig gewesen. Mhm. Ich hatte ja noch von einem Kumpel eine Gasflasche besorgt, die leer war, die er aufgeflext hat und die im Grunde genommen jetzt ein mobiles Waffeleisen ist. Also du hast vorne eine Luke. Nächstes Mal dran denken, Sven, an die Luke. Wenn du das Feuer anmachen willst, du musst diese Luke aufmachen. Und dann hast du einen Schornstein dran. Und obendrauf hast du halt eine Aussparung echt für so ein, das ist halt ein reines gusseisernes Waffeleisen, was du dann obendrauf auch drehen kannst, was halt durch Flammen erhitzt wird. Was ziemlich geil ist. Aber auch das ist da an dem Tag halt nicht zum Einsatz gekommen, weil es einfach viel unkomplizierter war, das dann nachher in der Küche gerade mit einem elektrischen Eisen zu machen. Mhm. Ja, ansonsten waren noch die Schars da und haben alles leer gesoffen, was wir hatten. Branko war da und ich muss gerade überlegen, ich glaube, das war's, ne? Deine Tochter war mit. Mhm. Ja, meine Familie war natürlich da und ich hatte dann noch Nachbarn zum Essen eingeladen. Genau, es war auch so ein ständiges Kommen und Gehen und da ist dann immer schwer. Also, falls du jetzt jemanden vergessen hast, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, dann sei dies zu verzeihen. Genau, das, dann liegt es bei solchen Alkohol. Veranstaltungen immer. Ja, genau, irgendwann wird es sowieso schwierig, das noch alles im Auge zu behalten. Genau. Ja, und wir haben gekocht. Genau. Also ich hatte ja gesagt, ich kümmere mich ums Essen und wer was mitbringen will, der sagt gerade Bescheid. Einfach, dass es nicht zu viel wird. Ging ja auch, ne? Also im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, wo dann wirklich Berge von Essen übrig sind, haben wir das eigentlich ganz gut weggefuttert, oder? Ja, also wir haben nicht wenig gekocht, aber es ist halt einfach auch so viel gegessen worden, ne? Ja, wir waren ja auch den ganzen, also von Nachmittag bis spät nachts dann da und da kann man ja zwischendurch auch mal wieder was essen. Genau, es gab ja auch nicht so viel Frittiertes, was da ja auch nochmal zuträglich ist, dass man halt ein bisschen mehr essen kann. Aber es gab welches, ne? Aber lass es doch mit den, weil du die eben schon hast, mit den Schaschliks anfangen, die du gemacht hast. Ja, ich muss als erstes, muss ich aber Brankos grandiosen Apfelkuchen hervorheben. Das war ja auch das Erste, was kredenzt worden ist. Also Branko brachte einen, ja, wie nennt man diese Art von Apfelkuchen? Versunken, ne? Du hast halt Apfelstücke, ja, die im Teig drinne sind und nicht bedeckt waren. Das ist, ich glaube, ein relativ einfacher Rührteig. Da kommen dann Apfelstücke rein und der wird dann gebacken. Das, genau, ist, kennt bestimmt jeder. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, war ein Streusel drauf? Nee. Ganz wichtig, nicht. Das hat er nämlich erzählt,
Das ist ein Arschlochkuchen. Das ist nämlich der Kuchen, den er mal zu Partys mitbringt. Und den Streuselkuchen, den macht er nur für sich selber, weil der so arbeitsaufwendig ist. Was, so ein paar Streusel machen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so schwer, so viel schwerer ist. Nee, ich weiß nicht, was er dann noch mit dem Kuchen macht. Aber ey, wenn das der Arschlochkuchen ist, ist das auch schon okay. Weil also dann möchte ich mal den Streuselkuchen probieren. Ja. Der ist dann ja wahrscheinlich noch eine Stufe höher. Und das ist dann müsste dann ja sehr, sehr gut sein. Und vor allen Dingen, das waren halt auch eigene Äpfel. Die haben, ich glaube, vier Apfelbäume. Und passend dazu brachte er natürlich auch noch Apfelwein mit, den ich liebe, also so richtig liebe. Ich glaube, 2 Flaschen und die sind halt auch sehr schnell alle gewesen. Und ja, nachdem wir quasi Kaffee- und Kuchenzeit hinter uns hatten, ging es dann los mit Grillen. Ich hatte mit dir vorher abgesprochen, dass du bitte noch Lamm mitbringst, einen günstigen Schnitt. Also bei Schaschlik, ich hatte ja gedacht, dass ich das als Schaschlik mitmache. Bei Schaschlik ist es ja nicht wichtig, dass du ein teures Stück Fleisch hast, sondern dass du einen günstigen Schnitt hast. Das heißt, etwa ein Muskel, der viel bewegt worden ist, der auch fest ist. Denn so ein festes, günstiges Stück Fleisch hat den Vorteil, dass es viel Geschmack hat. Es eignet sich nur eigentlich nicht so zum Kurzbraten. Mhm. Und was du beim Schaschlik halt machst, ist, dass du es halt marinierst. Ich habe das am Freitagabend habe ich es eingelegt, nachdem ich von der Arbeit wieder kam. Schön mit Zwiebeln, Essig, Salz, ein paar Gewürzen und ein bisschen Wasser drauf, das halt schön bedeckt war. Und wollte das dementsprechend auch mit Lamm machen. Aber du hattest dann einen kleinen eigenen Plan im Kopf, den ich auch ganz geil fand, weil sich das so schön ergänzte. Ich habe ja das russische Schaschlik gemacht. Einmal, wie gesagt, ich hatte Schweinenacken gekauft. Muss ich sagen, ist nicht ganz so geil. Schweineschulter ist viel, viel besser. Ist ein magereres Stück. Hat nicht so viel, ja, hartes Fett drin. Ich weiß nicht, ist das schon Schwarte, was da dran ist? Immer so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kenne diese Metzgerei-Fachbegriffe nicht dazu. Ne? Aber es ist dieses knubbelige Fett, das was halt nicht zart schmelzend ist nachher. Mhm, genau, also was auch mehr nach außen zur Haut oder zur Schwarte, wie du sagst, hin. Genau. Ist, das ist dann sehr kompakt und fest. Und dann hatte ich noch Hähnchenbrust, da habe ich nichts dran gemacht. Also ich kaufe dann immer tiefgefrorene bereits gewürzte. Die ist super geil, die ist super einfach. Du taust die auf, schneidest sie auf Stücke, spießt die auf und gibst richtig schön Hitze. Das ist herrlich. Und ja, du hattest dann Lamm mitgebracht und auch nochmal Geflügel und einen eigenen Grill. Ja, da nochmal Shoutout an Sven. Der ja auch da war, der hatte nämlich zu dem ersten Potstock, da hatten wir uns im Vorhinein unterhalten und ich habe gesagt, ich wollte immer sowas schon mal selber basteln, so einen Kastengrill, wo man dann eben Spieße exklusiv drauf grillen kann und dann die dann eben auf den Rand legen kann und wenden. Und er hatte dann gefunden, dass das wohl ein italienisches Ding ist, wenn ich mich richtig erinnere, hatte dann auch einen für sich bestellt und weil das wohl relativ teures Porto war, hat er gleich 2 bestellt und mir dann einen davon geschenkt. Und das fand ich dann einen guten Anlass, das Ding mitzubringen. Ich habe dann auch Lamm mitgebracht, habe das relativ klein geschnitten. Mein ursprünglicher Plan wäre gewesen, das auch zu marinieren auf asiatische Art und Weise. Da habe ich tatsächlich in China mal sehr, sehr leckeres kleine Lammspießchen gegessen, die dann mehr oder weniger auf so dünnen Drahtspießen aufgefädelt waren. Und sehr lange getüftelt, bis ich das zentrale Gewürz dafür rausgefunden habe. Aber weil wir dann so in dieser Schaschlik-Schiene waren, habe ich das mit dieser Gewürzmischung von dir versehen und dann mit Zwiebeln und Paprika aufgespießt, so dass wir eben dann auch paprikaartige Spießchen mit kleinen Lammfleischwürfeln hatten. Ach genau, es war ja Paprika-Reib Nummer 1. Mhm. Ist das eine Mischung von dir oder ist das was man kaufen kann? Nee, ich habe die mal gemacht, als mir ging dieses mit den Rubs, ehrlich gesagt, auf die Nerven, weil das sind alles einfach neue Begriffe für Sachen, die wir schon seit Jahrzehnten machen. Ja. Ich habe jetzt, wenn ich mich nicht irre, auch mein Mittagessen quasi im Dutch Oven gemacht und dabei ist es eigentlich nur ein Topf mit Deckel. Es sei denn, ich so ein gusseiserner Pot ist das einfach. Ja, ne? Es sei denn, ich habe das Ding mit dem Dutch Oven falsch verstanden, aber ich glaube, im Grunde genommen ist es einfach nur wieder ein neuer Begriff oder ein anderer Begriff für im Grunde genommen Sachen, die wir schon seit Jahren so machen.
Genau, ein Schmortopf, der dann eben wieder teurer verkauft wird, weil er irgendwie entsprechend eine Marke vertritt oder was auch immer. Genau, und ich wollte halt gerne mal einfach eine Gewürzmischung selber machen und habe das dann zum Glück auch aufgeschrieben, das Rezept. Das ist auch, glaube ich, im Blog. Wenn es nicht im Blog sein sollte, dann packe ich das dann noch rein. Ich habe das Rezept auf jeden Fall. Und ja, ist halt ganz nett, sowas einfach immer da zu haben und das immer wieder reproduzieren zu können. Mhm. Und genau, du hast die kleinen Spieße gemacht, was ich sehr, sehr geil fand, weil einfach noch mehr Schaschlik-Spieße wäre ja auch ein bisschen langweilig gewesen. Und vor allen Dingen, so konnten wir es ja auch doppelt so schnell grillen. Genau. Genau, und diese kleinen Spießchen sind natürlich dann auch schneller fertig als die großen. Ich meine, es ist, hat natürlich auch Vorteile, diese großen russischen Schaschlik zu machen, weil die dann außen schön knusprig sind und innen noch meistens sehr saftig. Das hast du ja super hingekriegt. Und bei diesen kleinen Spießchen muss man halt höllisch aufpassen, dass sie einem nicht so zu kleinen Beef Jerky oder in dem Fall Lamb Jerky werden und dann total durchtrocknen. Aber selbst die, die du nachts noch gemacht hast, waren super. Ich habe dann davon ja hauptsächlich gegessen. Die waren super klasse. Und es ist kaum was übrig geblieben. Mhm. Ja, ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ich hatte die zweite Sorte, das war ja Teriyaki-Spieße. Genau. Da kaufe ich einfach vom russischen Markt auch diese fertig ausgelösten Hähnchenkeulen, weil bei gegrilltem Hähnchen finde ich es immer ganz gut, wenn da noch ein bisschen Haut dran ist, weil es dann deutlich knuspriger und saftiger wird. Also außen knusprig und innen saftig, wenn man es richtig anstellt. Und diese Teriyaki-Marinade, da hatte ich ja auch schon mal eine Hobbykoch-Podcast-Folge drüber gemacht, ist eine relativ simple, süß-salzige Marinade, die Japaner verwenden für genau diesen Zweck. Und das ist bisher immer so gut angekommen. Ich habe das ein, zwei Mal für die Arbeitskollegen gemacht bei einem Team-Event und die sprechen mich heute noch auf diese Spieße an. Also für die brauche ich gar nichts anderes mehr bringen als diese Spieße, dann sind die schon super glücklich. Und darum habe ich jetzt auch diese Marinade schon vorbereitet. Das kann man ganz gut so in großen Mengen auch zusammenschütten und kann dann eben auch schnell mal diese Spieße vorbereiten und marinieren. Wie gesagt, Rezept können wir ja ins Blog schreiben, brauchen wir jetzt nicht so auseinander fisseln. Es sind auch nur 4-5 Zutaten, geht. Ja, die Spieße, die du genommen hast, das waren ja im Gegensatz zu meinen Edelstahlspießen, das waren diese Bambusspieße, ne? Mhm. Und die hast du vorher noch in Wasser eingelegt, weil die verbrennen ja sonst einfach bei der großen Hitze. Sind sie trotzdem noch? Also dieser Kastengrill, der liefert halt unheimlich Hitze. Von daher wäre es schon sinnvoll, dass ich noch ja so einen Schwung, so kleine Metallspieße mal kaufe, weil gerade am Anfang, wenn der Grill richtig anzieht, dann nützt auch das Wässer nichts. Und wenn einem dann gerade, wenn das ganze Konzept darauf basiert, dass man die Dinger auf die Kante legt, ja, und einem dann dieser Griff, dieser kleine Bambusgriff da abbrennt, dann wird das Ganze doch schon recht kompliziert zu handhaben. Von daher, ich werde wahrscheinlich auf Metallspieße umsteigen, auch wenn die Bambusspieße ja optisch ganz nett sind, wenn sie heile bleiben. Genau. Ich muss dazu noch sagen, wer sich den Grill nicht vorstellen kann und das Bild noch nicht gesehen hat, stellt euch eine Dachrinne vor, nur in eckig. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Langes Untergestell, was man zusammenklappen kann. Habe ich mir schon gedacht, ich fahre mal auf den Schrottplatz, guck mal nach einem vernünftigen Stahl- oder Metallrohr irgendwie und mache mir auch so einen kleinen Grill, weil ich fand den total super. Mhm. Der passt halt echt in jedes Auto irgendwie, vor allem wenn du eine etwas kleinere Version noch hast. Mhm. Und kannst den auf jeden Campingausflug mitnehmen und du brauchst auch gar nicht so viel Kohle, ne? Ganz genau. Gerade diese kleinen Spießchen, dann wäre es ja total mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn du so einen normalen, großen, runden Grill, Kugelgrill oder Kastengrill hast. Und diese schmale Bauform, da brauchst du auch wirklich nicht viel reintun. Also ich habe ja, wie viel war das? Das war so ein ganz, ganz wenig Holzkohle. Das muss auch nur ganz dünn unten drin liegen, sonst wird einem das viel zu schnell schwarz, was man da grillen möchte. Ja. Ist wirklich sehr effektiv, was das angeht. Ja, und dazu gab es dann noch, lass mich mal überlegen, ich hatte Kartoffeln noch gekocht am Vorabend, so Drillinge. Hab die halbiert vorher schon, damit die halt gleichmäßig schnell gar werden. Und habe die halt schön abdampfen lassen. Die habe ich dann gebraten mit grobem Mühlensalz und Rosmarin.
Und Ratatouille hatte ich gekocht, weil Gesche halt nicht Veganer, Vegetarierin ist und außerdem ist es halt auch nett, einfach so ein bisschen Gemüse dazu zu haben. Dann wollte ich eigentlich für alle, die am Sonntag da sind, zum Mittag noch Kroketten machen. Und weil du die so gerne haben wolltest, habe ich dann gesagt, ach, weißt du was, komm, mach sie. Es ist eh stressfreier, wenn du die Freitagabend machst. Dann können wir die Samstag auch essen. Die gab es dann auch noch zum Essen dazu. Die hatte Die ich waren so. übrigens sehr geil. Ich war Sehr froh, dass schön. ich die mal, die frisch gemachten Kroketten, zu denen du ja, glaube ich, auch mal ein Video gemacht hast, Ja. die konnte ich jetzt endlich mal probieren. Ich nehme mir seit Ewigkeiten vor, das mal nachzukochen, aber jetzt die Gelegenheit und wo man sich dann auch mal was wünschen durfte bei dir, habe ich so lange genervt, bis du sie dann mal gemacht hast. Ja, also wie gesagt, ich wollte sie eh machen. Du musstest ja leider nach Hause wegen Renovierungsarbeiten und so, kann ich auch alles verstehen. Und dann dachte ich, na komm, machst du die an dem Tag, das ist ja eigentlich auch ganz geil. Und dann gab es dazu noch Pilzsoße. Ich hatte eine Packung Champignons gekauft, ein bisschen Sahne, Salz, Zwiebeln und ganz wichtig, ich finde, das ist eine der wichtigsten Zutaten, wenn du geil kochen willst, sind getrocknete Steinpilze. Die geben einfach so viel Aroma ab. Ich habe jetzt heute Putenoberkeule im Topf im Dutch Oven geschmort. Am Wochenende hatte ich jetzt mal Schwein- und Putenbraten geschmort. Ich habe ewig keinen Schmorbraten mehr gemacht. Und du kriegst halt so viel geile Soße zusammen. Und ich sag's gerne nochmal: Soße. Es ist mir egal, ob man Soße oder Sauze sagt. Ich sag ja auch nicht China, ich sag China. Oder vielleicht auch mal China. Jeder so, wie er mag. Genau. Ich mag meine Soße so, wie sie Du ist. magst deine Soße so, wie sie kommt aus dem Dutch Oven. Genau. Und da einfach noch mal so als geilen Kick so ein paar Steinpilze getrocknet rein, ist halt echt der Burner. Und das macht halt auch bei so einer Champignonsoße ganz viel aus, wenn du da einfach 3, 4 Scheiben getrocknete Steinpilze mit reinschneidest. Meinetwegen auch einfach nur mit reinschmeißt. Und Kroketten brauchen halt Soße. Ja. Das Dumme war, ich habe es nicht geschafft, die Soße abzubinden, weil ich vergessen habe, Soßenbinder zu kaufen. Und für alles andere war ich einfach zu sehr im Stress. Das gab es dann am nächsten Tag. Nächstes Mal, Kai, wenn du kommst, mache ich noch mal Kroketten. Geile Soße dazu. Dann essen wir das Die noch ab. Soße war ja geil. Mir ist auch aufgefallen, dass die ein bisschen dünn war, Ja. aber ich habe nichts gesagt, weil geschmacklich war die vollkommen in Ordnung und da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie rummosern, deswegen, ne? Das ist, wenn man so eine Riesenveranstaltung stemmt, irgendwie kann man jetzt nicht da anfangen, irgendwie an so Details rumzukritteln. Und von daher, zu den getrockneten Pilzen wollte ich noch sagen, klar, die Kulturchampignons sind jetzt eher nicht so geschmacksintensiv. Ich habe hier jetzt auf der Weide hinter unserem Haus öfter mal Wiesenchampignons, also so Wildchampignons gepflückt. Die schmecken noch mal ganz anders. Aber natürlich so, als wenn man jetzt darauf angewiesen ist, das zu nehmen, was man so kaufen kann. Ich finde, die braunen Champignons, die sind zwar etwas teurer, die haben auch noch ein bisschen mehr Aroma als die weißen. Und sonst kann man halt mit so getrockneten Pilzen immer noch mal so ein bisschen das Aroma verstärken. Ja, ich finde zum Beispiel mit frischen Steinpilzen kannst du es halt nicht. Die isst du gebraten und das Genau. war's. Ja. Ja. Aber sobald es an Soße geht, ist das Beste, was du nehmen kannst, getrocknet. Und das Zweitbeste, was du nehmen kannst, halt Tiefkühlware. Frische Ware immer braten, weil alles andere wäre Verschwendung. Genau, und tiefgekühlt kriegt man Steinpilze ja auch hin und wieder oder eben in gut sortierten großen Supermärkten. Ich kaufe sowas halt weder getrocknet noch gefroren, weil ich dann den Vorteil habe, dass meine Mutter passionierte Pilzsammlerin ist und sowohl mich mit getrockneten als auch wenn sie mal ganz viele Steinpilze findet, dann mit frischen zu versorgen. Und da bin ich eigentlich immer gut mit, auch mit ganz exotischen Pilzsorten, wo ich teilweise gar nicht weiß, was ich damit kochen soll, ausgestattet. Da besteht also kein Mangel. Und da machen wir dann zum Beispiel, wenn die Regale voll sind, dann auch so ein Pilzpulver. Normalerweise, wenn du jetzt so Scheiben, getrocknete Scheiben hast, ist es ja immer ein bisschen sinnvoll, dass du die vorher ein bisschen einweichst, damit dann du nicht so ledrige Stücke in der Soße hast nachher. Und dann, wenn man jetzt sehr viel davon hat, dann kann man die auch einfach in einem Mixer zerkleinern oder in der Mühle. Und das kann man auch jederzeit dann zu so einer braunen Bratensoße oder zu einer Pilzsoße dann dazugeben. Ja, klingt nach einer Folge Pilze demnächst, ne? Es ist ja jetzt auch Ja, Pilzwetter. genau. Ach, Pilze. Lecker.
Ja, gerade wo du das sagst mit dem Pulver, ne, ist natürlich auch schön für Pasta, wenn du irgendwie eine Soße noch so ein bisschen nachwürzen willst oder obendrauf so ein bisschen, das ist schon sehr, sehr geil. Was gab es noch? Es gab, ja, ein bisschen Tzatziki, es gab, wie gesagt, das Ratatouille stand da. Langosch hatte ich dann nicht gemacht, weil ich glaube, wir hatten einfach auch genug zu essen und dieses ganze unnötige Fett muss ja auch nicht immer sein. Mein Nachbar hat das natürlich bemängelt, weil da hat er sich sehr drauf gefreut. Ich habe es, glaube ich, so von dir auch noch nicht probiert. Also wenn du das, ich kenne das halt auch im Zusammenhang mit diesen Truthahn-Frittier-Events, wo dann sowieso immer schon große Mengen Öl irgendwo parat stehen. Aber da war ich ja, wie gesagt, bisher nicht. Ja, wobei ich sagen muss, eigentlich ist das ja auch anders. Eigentlich ist das ja der Langosch-Frittier-Event und weil halt so viel Fett für Langosch da ist, schmeißen wir vorher Truthähne rein. Ja, Entschuldigung, das habe ich, das habe ich verwechselt. Ja, die Leute haben dann, also ich mache das ja, um mich mit einzubringen und nicht um sowas zu übernehmen, aber die Leute haben dann halt echt immer sofort gefragt, ist denn der Typ mit dem Langosch auch wieder da? So, und, ja, frittierter Hefeteig ist halt immer geil, ne? Ja, können wir gerne alles mal machen. Also wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns, wenn alles gut läuft und dann können wir uns da mal durchprobieren. Im Alltag mache ich auch gar nicht so sehr Langosch, da mache ich eigentlich dann eher ein Fladenbrot mit nur ein bisschen Fett in der Pfanne. Das ist was anderes, als wenn du es richtig frittierst. Das kommt wirklich sehr, sehr geil an Fladenbrot dran. Ich hatte das mal mit im Kindergarten, da war irgendwie so ein, ich weiß es nicht, ich glaube, es war so ein Elternabend wieder oder irgendein anderer Event, wo jeder was zu essen mitbrachte. Und dann hieß es so, Mensch, wer hat denn dieses geile Fladenbrot mitgebracht? Das ist bestimmt eine türkische Familie. Ja, stellt sich raus, halt, war der halt der Ostwestfale. aber es war halt echt geil, ne? Und du kannst einfach mit einem Hefeteig und einer Pfanne und der Menge an Öl oder auch wie sehr du den gehen lässt, ob den dann nochmal knetest oder direkt den gegangenen Teig einfach reinkippst in die Pfanne, kannst du so viel unterschiedliche Sachen machen. Das ist echt schon faszinierend. Also nicht nur Kulinarikast hören, auch in die Küche stellen und dann echt mal einfach Spaß haben beim Ausprobieren und rumexperimentieren. Ganz, genau. Ganz wichtig. Du machst das dann, wenn du das in der Pfanne machst, mit einer beschichteten Pfanne oder geht das auch in einer Eisenpfanne oder in einer in so einer Edelstahlpfanne? Ne, normalerweise mache ich das immer in meiner schmiedeeisernen Pfanne. Die leitet die Hitze halt echt super weiter. Ne? Du kannst das auch super in einer Teflonpfanne machen, weil du eh irgendwie Öl nimmst. Also wenn du das ohne Öl machen würdest, hast du das Problem, dass du recht niedrig die Hitze einstellen musst, weil das Öl ja jetzt auch als Wärmeleitmittel Verwendung findet. Ja, der Teig liegt ja nicht komplett plan auf. Und wenn du das nur in der Pfanne machst, dann leitet die Hitze nicht so schnell, geht die Hitze nicht so schnell in den Teig und dann hast du eher das Problem, dass es außen schon dunkel wird und innen drin einfach noch nicht gar ist. Deshalb so ein bisschen Öl sollte auf jeden Fall drin sein, auch bei einer Teflonpfanne. Was du aber machen kannst zum Beispiel ist, dass du zwei Eisenpfannen nimmst, beide heizt, also auf Induktion geht das halt super, und in die eine den Teig reinmachst und dann die andere Pfanne oben drauf stellst. Es gibt so ein indisches, ich glaube, ein indisches ist das Broteisen, wo du sowas so ähnlich machst. Dann hast du natürlich viel mehr Kontakt und vor allen Dingen gleichmäßiger Hitze von oben und unten. Dann dämpft das sozusagen auch noch ein bisschen, während es unten in der Pfanne brät. Oder? Ja, vor allen Dingen, du drückst es ja auch ran durch das schwere Gewicht. Deshalb sage ich ja auch die Eisenpfanne. Ach, das steht dann richtig drauf. Ich dachte, man macht das nur so als Deckel dann. Okay. Nein, also richtig drauflegen. Ne, nicht umgekehrt, sondern richtig mit dem Boden, der ja auch richtig heiß sein sollte. Ja, okay. Dann ist es ja quasi in einem Schritt schon von beiden Seiten fertig. Genau. Und dann machst du es natürlich dünner, nicht ganz so dick. Also da gibt es wirklich allein mit so einem ganz normalen Hefeteig 350 Gramm Mehl, 250 Gramm Wasser, ein Teelöffel Salz. Auf die Menge reicht ein Viertel Päckchen Hefe. Je nachdem, wie viel Zeit man hat und wie aromatisch man es haben will, kann man das auch lange gehen lassen. Im Zweifel reicht aber auch eine Stunde. Da kannst du schon super viel mit ausprobieren. Und ich verspreche dir, das ein ganzes Jahr mit zu tun. Du kannst da ja zum Beispiel auch einfach mal ein bisschen die Mehlsorten auswechseln, indem du einen Teil Grieß nimmst. Was ich immer mache, ist, ich nehme eigentlich nur noch Dinkelmehl.
kein Weizen mehr. Du kannst aber zum Beispiel auch einen Teil Hafermehl nehmen. Da nehme ich dann Haferflocken und packe die in so eine elektrische Kaffeemühle und mahle die durch. Mhm. Kannst du aber allerhöchstens, also vor allen Dingen auch bei Pfannkuchen, zur Hälfte nehmen, weil ansonsten schmeckt es nicht mehr. Es bindet auch nicht so gut. Du kannst Polenta nehmen, also du kannst wirklich mal alles so ausprobieren. Du kannst auch Paniermehl ein bisschen mit reinmachen. Du kannst anstatt Wasser kannst du auch Joghurt mit reinmachen. Die Inder machen das ja bei ihrem nahen Brot, dass sie Joghurt mit reinmachen. Gibt auch eine ganz andere Konsistenz, einen anderen Geschmack. Sehr, sehr geil. Aber wir schweifen ab, wir machen ja quasi schon eine Hefeteig-Sendung. Ja, vor allen Dingen hattest du ja das Brot gar nicht gemacht. Genau, das ist ja der Witz dabei. Ich glaube, das war es auch so an Essen. Ja, und hatten wir die Waffeln schon erwähnt? Nee, nachts kamen dann ja noch die geilen Waffeln, die du mitgebracht hast. Ich glaube, ein Kilogramm Waffelteig. So um den Dreh, ja. Ne? Und ich hatte eigentlich für den nächsten Tag zum Frühstück verschiedene Aufstrichsorten besorgt. Erdnussbutter, Biscotto, Nutella und natürlich Eis, weil Waffeln ohne Eis, muss man nicht drüber reden. Und dann gab es halt für die meisten diesen supergeilen Waffelteig, also meine Frau schwärmt da heute noch von, bestrichen mit Biscotto. Das ist diese Spekulatius im Glas Creme, die einfach so geil ist. Es ist wie, ja, es ist Spekulatius in der Konsistenz von Erdnussbutter. Genau. Es ist so geil. Und dann halt oben drauf Eis und es war einfach total geil. Alle waren happy. Super gemacht, Kai. Ja, also, danke. Ich habe da eigentlich nur ein Rezept rausgesucht und das dann in der Küchenmaschine zusammengerührt. Genau, und dann meine kleine Änderung noch, aber das wird es ja dann auch in den Shownotes zu lesen geben. Ja, denke ich. Muss ich auch noch aufschreiben, den Waffelteig. Genau, die Rezepte packen wir da ja auch rein. Mhm. Und ja, also essenstechnisch, es ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Ich habe dann am nächsten Tag zum Mittag oder am übernächsten Tag habe ich das gemacht. Da hatte ich noch so ein bisschen was von dem Ratatouille und habe da halt die gegrillten Geflügelspieße reingepackt und das Ganze noch so ein bisschen geschmort. Total geil. Also es war echt kulinarisch sehr, sehr geil. Ist natürlich auch eine schöne Sache, die man sich bei der Planung von solchen Sachen eventuell überlegen kann. Manchmal kann man es auch spontan dann verwenden, aber gerade sowas wie, kann man das nachher nochmal aufwärmen oder kann man das zusammen kombinieren, gerade wenn dann Reste übrig bleiben, ist natürlich auch eine gute Überlegung, dass man dann jetzt, zum Beispiel war es sicher auch ein Vorteil, nicht zu viel frittierte Sachen zu nehmen, weil die sind ja dann nur wirklich lecker, wenn sie frisch aus dem Fett kommen. Ja. Gerade sowas wie Ratatouille, das schmeckt ja auch mehrere Tage lang gut und das kann man dann auch, wenn man zu viel gemacht hat, eben dann nachher noch aufessen. Ja, Ratatouille ist ja auch super, wenn du es aufwärmst. So ein bisschen wie Grünkohl, ne? Es wird halt besser. Und ich hatte das bei der Planung vorher halt auch schon immer im Hinterkopf. Alles, was ich besorge, will ich auch, dass das Zeugs ist, was wir hier im Alltag zur Not auch aufessen. Ich habe halt keinen Bock, da unnötig Geld wegzuschmeißen. Das muss einfach nicht sein. Die Lebensmittel müssen nicht weg. Und natürlich, frittiertes ist viel übrig geblieben, aber halt auch eingefroren. Ich hatte nämlich 5 Kilo Pommes besorgt. Oh. Und aber das ist nicht schlimm, weil es ist halt eingefroren und die kann ich jederzeit machen. Aber wie sonst so alles andere, echt auch so die Aufstriche, habe ich dann halt wirklich das gekauft, was wir hier halt auch so essen, Getränke auch. Und ja, wer was Besonderes wollte, hätte Bescheid sagen können. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt oder halt selbst was mitbringen. Es ist ja auch nicht so schlimm. Es war ja nicht, dass es mein Geburtstag war oder so, es war ja ein gemeinsamer Event. Genau, und das ist auch für so eine Planung immer ganz gut, dass du eben, das wusste ich zum Teil alles gar nicht, dass du eben in der Hinterhand noch Sachen hattest, die man auch kurzerhand, wenn jetzt alle noch irgendwie mit knurrendem Magen dagestanden hätten, noch hervorzaubern hätte können. Ja, genau. Und so ein mehrstufiger Plan ist eigentlich ganz gut, anstatt alles auf einmal fertig zu machen und dann wird nur ein Drittel davon gegessen und dann sitzt du halt auf diesen Bergen von Lebensmitteln. Das, ja, hast du gut organisiert, Sven. Danke. Aber das ist ja auch der Vorteil, wenn du halt für so einen Abend irgendwie was machst und nicht zum Essen einlädst. Weißt du, wenn du zum Essen einlädst,
dann sitzen alle, warten auf das Essen, dann wird gegessen und dann war es das mit Essen. Und an dem Abend war es, du kannst ja den ganzen Abend im Endeffekt essen und kannst dann, es ist halt nicht schlimm, wenn du dann halt eine Stunde wartest, bis es wieder was gibt. Ne? Es ist halt schlimmer, wenn nicht genug insgesamt da ist. Ja, ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, was ich ja auch immer sehr mag, ist, solche Gelegenheiten zu nutzen, um Infrastruktur irgendwie anzuschaffen. Die Terrasse steht jetzt. Ich habe zwei große Sitzsäcke gekauft. Es war abends so geil. Joshua ist dann zum Beispiel auf dem Sitzsack am Lagerfeuer eingepennt. Es war so das beste Zeichen. War gefährlich für ihn, weil ich glaube, mehr Branko und ich später auch wollten, weil es auch entsprechend in der Ecke gerade dunkel war, wollte ich mich da gerade so genüsslich drauf fallen lassen. Oh. Und zum Glück habe ich noch an der Decke gezogen und dann rief er schon, hey. Da war ich froh, dass ich nicht einfach da so drauf geplumpst bin, sonst hätte ich wahrscheinlich ihm noch ernsthaft Prellungen zugefügt. Ja, also das nächste Mal elektrische Teelichter für die Schlafsäcke, für die Sitzsäcke, ja, damit man sieht, wenn da schon wer liegt. Marshmallows haben wir noch gemacht abends am Lagerfeuer. Ich hatte stimmt, ja, eine Feuerschale von meiner Frau zum Geburtstag gekriegt. Und 3 Tage vorher hat ein Kumpel halt das ganze Holz, was hier rumlag, abgeholt, bis auf das, was ich zurückbehalten habe, extra zum Verheizen dafür. Ich habe ja hier immer sehr viel Holz direkt aus dem Wald. Mein Kumpel, der das abgeholt hat, der hat halt ein eigenes Waldstück. Dem helfe ich auch immer beim Fällen und Abtransportieren und da nehme ich mir dann auch immer Sachen mit. Warum für solches Holz dann noch Geld bezahlen? Ne? Es kommt direkt ökologisch hier, 10 Minuten mit dem Auto. Genau, ist nicht noch durch ganz Europa gekarrt worden. Nee, genau. Und wir haben sogar mit Eichenholz geheizt, ne? Ganz, ganz gediegen. Ja, und wir haben sogar mit Furnier angeheizt. Also, weißt du, Fuffis im Club ist nichts dagegen. Ja, ja, konnte man auch so wie Scheine in die Hand nehmen, ne? Ja. Und dann gib ihm. Übrigens auch sehr, sehr geil zum Anfächern, so Furnierblätter. Ja, ne? Musst du so einen Fächer von. Sah sehr stylisch aus und hat auch sehr gut gebrannt. Ja, das Zeug ist halt ultra trocken, ne? Schmeißt es da rein und zack, wird's hell. Und halt ultra dünn. Ja. Das will man mehr für Dinge aus Holz, die brennen könnten. Ja. Ja, doch, ich muss sagen, es war super. Ich bin gespannt, ob wir dann nochmal irgendwie sowas machen. Auf jeden Fall, wenn dann wieder mit viel Kerzen, Licht, Feuer irgendwie so. Das fand ich schon ganz nice. Was auch sehr cool war, wir saßen ja wirklich bis 3:15, haben Musik gehört, haben geredet. Musik gemacht. Teilweise auch Musik gemacht, genau. Ich bin ja eher so der Akustik-Gitarren-Klopfer. Es waren auch Leute da, die können darauf richtig spielen. Die Stimmung war jetzt halt nicht da, dass ich meine E-Gitarre raushole und spiele. Und wären die Nachbarn vielleicht dann nochmal zurückgekommen und hätten gesagt, Sven, geht nicht. Deine Freunde können bleiben, aber du hörst jetzt bitte auf. Du gehst jetzt ins Haus. Genau. Sven, sie sind raus. Du hast Gartenverbot. Genau, in deinem eigenen Garten übrigens. Und es hat sich echt keiner beschwert, gar nichts. Ich habe unsere Nachbarin hier in der Doppelhaushälfte auch gefragt. Sie sagt auch, sie hat auch gar nichts gehört. Unser Haus ist ja sowieso recht gut isoliert. Das war echt ganz cool. Ja, und vorne halt der Spielplatz. Ne? Waren ja auch ein paar Kinder da, die dann da gespielt haben mit Branko. Und ach, es war herrlich. War schön gewesen. Ja, schönen Dank für deine tatkräftige und sehr leckere Unterstützung. Ja, danke für deine Einladung. Und um das mal aufzugreifen, ich habe auch unheimlich Lust, sowas mal bei mir zu Hause zu veranstalten. Aber ich werde wohl noch eine Weile hier auf der Baustelle wohnen. Und wenn das hier so ein bisschen wohniger ist und vor allen Dingen dann auch die Möglichkeit da ist, Gäste unterzubringen, werden wir das auf jeden Fall, also wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr, dann mal hier veranstalten. Sag Bescheid, ich komme zum Kochen. Mach ich. Gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht euch auch mal eine schöne Party. Verbringt die mit Freunden. Macht das alle zusammen, dass nicht die Arbeit an einem hängen bleibt. Das ist viel, viel cooler. Jeder kann sich mit einbringen. Das macht richtig Spaß. Und genau, und dann kann auch keiner meckern, wenn das Essen nicht fertig wird. Wenn alle zusammen kochen, dann sind auch alle am Prozess beteiligt. Ja, dann genau. Es wartet dann nämlich auch keiner so, oh, wo bleibt das Essen jetzt? Ne? Sondern es sind ja alle mit dabei. Also es ist nicht nur, ihr seid ja selber schuld, wenn es nicht pünktlich fertig wird, sondern nein, es geht ja auch ums Kochen. Ne? Es geht ja nicht nur ums Essen. Das ist ein schönes Wort. Eigentlich hätte ich jetzt gar nichts mehr sagen sollen.
Kai, mach du doch noch mal ein so schönes Schlusswort und dann. Tschüss.